So, weiter geht's mit einer neuen Folge Mortal Kombat X. Wir spielen heute gemeinsam die charismatische und wunderschöne Cassie Cage. Natürlich auch hier wieder drei Varianten. Einmal der Raufbold, Hollywood und Spec Ops. Wir nehmen heute Hollywood. Der erste Gegner hier direkt Cassie Cage gegen Cassie Cage. Nettes Outfit. Mir steht es besser. Auch mit deinem Blut drauf? Round 1, fight! Alles klar, miese Ansage für den Bitchfight. Und ich muss sagen, Cassie Cage gefällt mir wirklich verdammt gut. Die perfekte Mischung aus Sonya Blade und Johnny Cage. Sieht besser aus als ihre Mutter. Stellt euch das mal vor, zweimal Cassie Cage. Ein Cassie Sandwich. Und ich bin in der Mitte die Wurst. Träume, Träume würden wahr werden. Bam! Oh, der sah mies aus. Der sah wirklich richtig mies aus. Alles klar, wir hauen hier mal das Double weg. Wir sind das Original, gegen uns hat sie keine Chance. Was auch immer. Was auch immer, eine billige Cassie-Kopie. Round 2, fight! Ich bin mal so gespannt, wie ihre Fatalities aussehen. Denn die habe ich mir noch nicht angesehen. Gehe hier völlig blind an die Sache. Die Überraschung will ich mit euch gemeinsam genießen. Aber den X-Ray kennen wir und der sieht so aus. Erstmal schön hier ein Schlag auf die Lippen. Schädel zertrümmert und die Augen rausgeballert. Einer der besten X-Rays im ganzen Spiel, wie ich finde. Und hier kommt das Ding hinterher. Ah, der Dingangriff, der gefällt mir. Ah, warte, warte, warte. Ding, ding. So. Der erste Fatality, Konzentration. Oh, Alter, wie mies ist das denn? Sie macht ein Selfie. Meine Fresse, der krankeste Fatality aller Zeiten. Relax. Sogar Daddy und Mami schreiben drunter, shut up, John. Goro, Goro. Direkt zweimal hier. Geiler Fatality, wirklich saugeiler Fatality. Tja, Cassie Cage hat Cassie Cage getötet. Und jetzt Takeda. Hast du mir etwas zu sagen? Nicht wirklich. Sonst noch was? Genug geredet. Legen wir los. Round 1. Fight. Alles klar, Feuerball. Und ich würde sagen, Feuerball. Na, Mist. Da. Agent den Cage. Macht erstmal hier ein Ding. So viele Angriffe, die sich wirklich auf den Sack konzentrieren. Kein männlicher Gegner hat eine Chance gegen diese Lady. Sie geht auf die Knie. Da hilft auch die Peitsche nichts. Cassie Cage kann man einfach nicht an Ketten legen. Ding. Ding. Und wir gewinnen. Eine wahre Cage. Eine wahre Cage. Also das hat sie wirklich von ihrem Daddy. Der Schlag ins Gemächt. Aber sie ist auch wirklich extrem stark. Wow! Bam! Da platzt dir der Sack. Oh, 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 oh. Da kommt er gar nicht mehr auf den Boden. Ding, ding. So, der nächste Finisher, der ist schwierig. Ah, Mist, ich habe ihn verhauen. Yep, ich habe ihn verhauen. Die Distanz ist wirklich ganz schwierig bei dem hier. Aber keine Sorge, wir werden ihn noch sehen. Wir werden ihn definitiv noch sehen, beide Fatalities. Natürlich hier in dieser Folge. Gewinn ohne Uppercut. Dafür gibt es einen netten kleinen Bonus und der nächste Gegner... Der Kang. Du hast das Gesicht deiner Mutter. Danke, du das eines Esels. Und das Mundwerk deines Vaters. Round 1. Fight. Ich sag's ja, die perfekte Mischung. Ding. Ding. So, erstmal hier den Flickflack des Todes. Ich würde ihn gerne mal greifen. Ja, hier, schon wieder eine Combo, die sich direkt auf den Sack konzentriert.
Ich sag ja, kein männlicher Gegner hat gegen diese Dame eine Chance. Und wir gewinnen. Hier muss man Manieren beibringen. Nein, nein, nein. Ich muss sagen, die Karte hier gefällt mir nicht so gut, weil hier gibt es wenig zu tun. Klar, hier oben haben wir diese Lianen. Oder hier drüben können wir jemanden gegen die Wand schlagen. Aber irgendwie vermisse ich so ein bisschen das Werfen. Au! Also so behandelt man doch keine Lady. Ich glaube, wir brauchen ein Ding. Mieser Angriff, Junge. Also schlecht ist er nicht. Aber das Ding gewinnt immer. Entspann dich, ja? Entspann dich, Kleiner. Okay, das kriegen wir noch hin. So. Oh Gott, da drüben in der Ecke. Machen wir was Schnelles. Machen wir ein Selfie. Alter, das ist so abartig. Ich meine, sie haut ihm hier wirklich den kompletten Unterkiefer raus. Sind hier eigentlich immer wieder dieselben Kommentare? Nee, hier ist Quan Jeezy. Quan Jeezy. Wonderful. Absolutely wonderful. Goro natürlich immer dabei. Goro ist so einer, der hängt wahrscheinlich den ganzen Tag vorm Rechner. Wahrscheinlich vor zwei Rechnern. Hat ja vier Arme. Aaron Black, Gegner Nummer 4. Sergeant Cage. Hey, Hackfresse. Und nun? Bringen wir dir Manieren bei. Round 1. Fight. Alles klar, Aaron. Über 150 Jahre alt, wahrscheinlich schon 200 Jahre alt. Und trotzdem nichts gelernt. Miss Cage ist einfach zu stark. Der gute alte Eiersalat, Marke Cage. Familienrezept. Hat mein Daddy gemacht und der hat es von seiner Oma. Oh, Alter, wie mies ist das denn? Mit seiner letzten Lebensenergie. Macht der so einen Scheiß hier. Hier muss man Manieren beibringen. Round 2. Fight. Jetzt beruhig dich mal. Ich wollte die Leiche werfen. Und jetzt muss ich dir deine Nüsse zerkloppen. Mies. Richtig, richtig mies. Also der Angriff sieht heftig aus. Oh, Spikes. Ding. Ding. Immer dieser Sandangriff. So, aber jetzt. Ich gehe ein bisschen weiter weg und jetzt versuchen wir es. Yes. Alles klar, der nächste Fatality. Oh, Headshot. Ziemlich blutig. Okay, die Dame ist wirklich echt gestört. Cassie wins. Aber auch irgendwie saugeil, oder? Fatality. Mies. Verdammt mies. Aber den Selfie finde ich ein bisschen geiler. Also das Selfie ist wirklich absolut durch. Allein die Kommentare jedes Mal unten drunter. Devora. Dreckiger Mensch. Und das von dir, Madenfresse. Der Schwarm wird deine Zunge verschlingen. Round 1. Fight. Du nennst mich dreckig? Hast du dich mal angesehen? Gib es einfach auf. Alles klar, Devora, keine Chance gegen Mrs. Cage. Wow. Ah, vielleicht doch. Da werden wir aufgespießt. Da kommen die Insekten aus dem Boden raus. Nimm dein Schicksal hin. Ey, 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 ey. Beruhig dich. Au. Wir alle wissen ja, sie hat da unten keine Vagina. Ihre Vagina ist direkt an ihrem Bauch. Was gar nicht schön ist. Blitzgeburt. Ey, ey, ey. Okay, sie ist gut.
Sie ist wirklich verdammt gut. Hier muss man Manieren beibringen. Round 2. Fight. Runde 2 gegen die Schwarmkönigin. Oh, schon wieder diese Käfer. Immer diese Käfer. Versauen wir jedes Mal die Nummer. Ding. Ding. Habt ihr es gerade gesehen, wie schnell sie sich von meinem Ding erholt? Das gefällt mir nicht, ehrlich gesagt. Bleib schön da drüben in deiner Ecke. Ah, die Käfer, natürlich. Ding. Ja, das meine ich. Ich mache ein Ding und sie ist sofort wieder auf dem Bein. Alle anderen waren erstmal irgendwie 10 Sekunden betäubt, aber nicht Devorah. So, Devorah. Fatality, was meinst du? Machen wir ein Selfie. Für meine Sammlung. Ich gemeinsam hier mit der Insektenkönigin. Wunderschön, oder? Ein Schnappschuss. Mad Jax. Strike me down. You can't post that. Ach, immer wieder durch und durch ein Polizist. Paco Stevens, relax. Okay, die Comments sind wirklich geil da unten. In Gegner Nummer 6, Kenshi. Ein kleiner Ratschlag? Okay, aber du hörst ja eh nie zu. Ich meinte, ach, vergiss es. Round 1, fight. Genau, vergiss es. Schläge. Das ist die Sprache, die ich verstehe. Schläge und Mönche werfen. Ding. Ding. Der geht durch. Ich sag ja, kein Mann hat eine Chance gegen diese Frau. Sieg. Ich hab mehr erwartet. Ich hab wirklich, wirklich mehr erwartet. Ausgeglichen. Ich würde sagen, so ausgeglichen ist der gute Kenshi heute nicht. Ding. Ding. Er muss natürlich einen Block einsetzen. Da machen wir den X-Ray. Au, jedes Mal schmerzhaft. Wirklich, jedes Mal absolut schmerzhaft. Yes. Yes. Gib es einfach auf. Werde ich nicht. Kenshi. Ding. Nein. Oh, wie ärgerlich. Ich war zu schnell. Egal, eine nette Animation. Haben wir die auch mal gesehen. Cassandra Cage. Wollen wir loslegen? Ja, Kindchen, wollen wir. Round 1. Fight. Bew versus Bew. Aber ich finde, Cassie sieht besser aus. Wow. Miese Oma. Mein Zorn ist unbändig. Alles klar, sie kann was. Sie kann was. Ding. Aber gegen Ding hat sie keine Chance. Ding. So, rüber mit dir in deine Ecke. Gurken. Ey, komm schon. Nimm das. Nimm das. Und wir haben hier direkt den X-Ray bereit. Nein, sie blockt meinen X-Ray. Unfucking glaublich. Die Fächer des Todes. Das sind $500, Träger. Wirklich? $500? Die sehen gar nicht so teuer aus. Da gehe ich auf die Knie. Nur für dich. Du weißt es. Lass die Fächer stecken, Lady. Alles klar, wir müssen unbedingt schauen, dass wir auf die andere Seite kommen für den Fatality. So, die Distanz scheint gut zu sein. Yes!
Headshot. Bam, da spritzt die Suppe. Und erledigt. Plopp. Cassie wins. Fatality. Tja, ich würde sagen, Sieg auf ganzer Linie. Raiden, der Donnergott, stellt sich uns. Halt, Cassandra Cage! Freu dich nicht zu früh. Du hast den Charme deines Vaters. Round one, fight. Ich hab nicht nur den Charme. Ich hab noch viel mehr, Donnergott. Und zwar das hier. Na, komm mal rüber zu mir. So. Was? Der Schlag. Der hätte durchgehen müssen. Und zwar genau so. Okay. Easy going. Hatte keine Chance gegen uns. Boah, Goro werde ich so fertig machen. Tja, zerkloppen wir deine Bälle. Selbst ein Gott hat dagegen keine Chance. Ich glaube, Shinnok hatte ganz, ganz kleine Eier. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ey, 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 Raiden! Mach's nicht spannend. So, Raiden, du kommst in die Sammlung. Oh. Lächeln. Oh, wie süß. Gonzo Hanzo. Der Gonzo Hanzo. Queena Melina, tasty. Gonzo Hanzo ist der beste Name bis jetzt. Gegner 9, Goro natürlich immer Goro auf der 9. Tochter von Cage. Ich werde dich aufhalten. Das kann niemand, Kind. Round 1, fight. Hast du einen Sack? Dann kann ich dich auch aufhalten. Nicht übel. Nicht übel, nicht. Wow. Wow. Ding. Ding. Er kontert hier mein Ding. Ah, ist nicht schlecht. Nein. Oh, das war wirklich fatal. Ach du Scheiße. Alter. Ey, der Typ ist ja saumies. Wer wirft denn hier direkt mit so einer brennenden Tonne? Welcher Assi? Yes, noch gewonnen. War aber wirklich eng. Autsch, 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 autsch. Was für ein Tier. Ey, er packt mich direkt wieder. Sperrt mich da hinten in die Ecke ein. Blockt alles. Harte Schläge, sage ich dir. Harte fucking Schläge. Also im Greifen ist er gut. Dieser Mann hat zu viele Arme. Nein, 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 nein. X-Ray. Ich glaube, ich hab ihn. Alter. Was richtig witzig wäre, wenn da unten jetzt vier Nüsse gewesen wären. So, mein Freund, ich will ein Selfie. Alle kommen in die Sammlung rein. Ein Riesenschädel hat der Typ. Reptile. Fatality. It's not Ermac. Alter, die Namen sind so geil. Takeda Banana. Kane O's.
Cross. Allein wegen den Namen will ich immer wieder diesen Fatality hier machen, weil die einfach so geil sind. It's not Ermac. Fürchtest du den Tod? Nicht wirklich, nö. Ich stelle dich gerne in meine Dienste. Round 1. Fight! Nö, ich bin viel zu cool. Kleiner Mann. Glaub mir. Kleiner Shinnok. Gegen mich hast du keine Chance. Du bist vielleicht ein Gott. Aber ich bin sexy. Also bis jetzt, wir dominieren. Wow, nein! Nicht beeindruckt. Round 2, fight! Ich wollte dich... Gib es einfach auf. Krugern! Alles klar, da muss er natürlich direkt hier mit Schusswaffen ankommen. Mit Schusswaffen zu einer Schlägerei. Wie feige kann man denn bitte schön sein? Du wurdest gecaged. Wenn Johnny sowas sagt, dann spritzt er eine Frau ins Gesicht und sagt, du wurdest gecaged, Baby. Ding. Ding. So. Zittert vor mir, wenn ich die Macht des Erdenreichs absorbiere. Final Round, Fight! Bla bla bla. Jetzt gegen Diabolo. Der natürlich wieder ein harter Hund ist und hier einfach mal meinen Eierschlag blockt, ohne ihn zu blocken richtig. Oh, der Flammenangriff. Der ist so abartig stark, wie ich finde. Und schon wieder. Ding. Ding. Nett. Ding. Yes, 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 yes. Yes. X-Ray. Gib ihm volle Kanne auf den Sack. Aber ich glaube, der lebt noch. Yep, der lebt noch. Ganz knapp, aber er lebt noch. Aber jetzt. Cages beeindruckender Sieg über Shinnok veranlasste Raiden, ihr einen neuen, wichtigen Auftrag zu geben. Einen Seelenräuber zur Strecke zu bringen. Für Cassie war klar, dass es sich hierbei nur um einen wiedererweckten Shang Tsung handeln konnte. Nachdem sie ihn vom Ort seines letzten bekannten Angriffs aus verfolgt hatte, stellte Cassie den ergrauten alten Mann. Er kämpfte mit aller Kraft, doch wurde am Ende besiegt. Als er sterbend vor ihr lag, fragte Cassie ihn nach seinem Namen. In einer Mischung aus Trauer und Erleichterung flüsterte er leise Shu Jinko. Okay, eine ziemlich merkwürdige Story. Aber auf jeden Fall ziemlich cool, wie Cassie so abgeht. Ein sehr starker Charakter mit zwei extrem geilen Fatalities. Besonders Selfie finde ich Hammer. Wirklich, allein die Kommentare und so, die Entwickler zeigen eben immer wieder Humor. Nun gut, Cassie wurde sich sehr häufig gewünscht. Könnt gerne wieder in die Kommentare schreiben, wer denn als nächstes kämpfen soll. Wie immer danke für eure Unterstützung in Form von Bewertungen und Kommentaren. Wir sehen uns im nächsten Fight und tschüss!